Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Lufia 2 Wrath of the Sinistrals. Wir erklimmen jetzt den Turm der Wahrheit. Oh, Arti macht jetzt mit seinem Bogen an zwei Gegnern Schaden, cool. Oder an allen Gegnern Schaden. Das ist nice. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Na, 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 na. Na, 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 na. Jim, 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 Jim. Manharu, warum wärst du denn ab? Was ist denn los mit dir? Greif doch einfach an. Oh, schöner Crit. Nice. Dampfhammer. Oh, 126 Damage. Wutanfall. Oh, ja. Oh, es ist so krass. Dieser Damage ist so unglaublich von... Oh, mein Gott. Oh nein, Sirenen, oh nein, scheiß, nein, fuck. Die dürften ziemlich krass sein. Ich glaube, die haben eine bestimmte Fähigkeit, die one-hittet einfach mal easy. Ah, das war der falsche Guy, meine ich. Komm, bitte, bitte, nein. Komm, die ist besiegt, oder? Ja. Oh, schön, zum Glück, zum Glück. Der ist auch besiegt, nice, Eisenmantel bekommen. Ah. Haben wir halt was für Saver. Ja, der braucht eine Seidenrobe. Was? Ach komm, Saver. Ach komm. Das hättest du auch schlucken können. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Da müssen wir wirklich erst den anderen Weg gehen. Okay. Machen wir. Ach, warte mal. Zuerst den, dann den, dann den, dann den. Achso, geht die Tür auf, okay. Okay, wir brauchen zuerst... Zack, genau. Gut, okay. Oh nein, Hydras. Aber Überraschungsangriff. Aqua-Hydra. Die dürfte, glaube ich, eigentlich... Ja, dürfte... Oh, Seela, nichts an Damage. Dürfte gleich besiegt sein, oder? Nee. Doch nicht, glaub nicht. Außer Haru hätte was Gutes getan. Da ist ein Gegner. Sehr Farkos, okay. Mein Ohr juckt. Würger. Mal sehen. Ah ja, ist nicht so ein krasses Damage. Oh, 73 normaler Angriff. Oh, und er greift zweimal an, okay. Er greift dreimal an, okay. Jetzt aber auch gut, du. Jetzt ist aber auch gut. Aber der dürfte besiegt sein, ja. Alter, Haru, was ist denn mit dir? Heilige Scheiße. Du machst dein krasses Damage, Haru. Heieiei. Ich bin auf jeden Fall ziemlich begeistert von dir, Haru. Das ist ein wunderschönes Damage, was du hier raushaust. Ja, Überraschungsangriff? Ja, nice. Machen wir mal eine Feuerwelle auf den. Machen wir mal einen Donnerschlag auf den. Machen wir mal bitte. Wähler auf alle. Was macht Spiegelblock? Schützt dich vor dem Spiegelzauber des Gegners. Okay. Machen wir nochmal einen Angriff. Greift ja zum Glück beide Gegner an. Oder alle Gegner an. Das ist ziemlich geil. Jim, 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 Jim. Dim, Jim, Jim. Okay, Feuerwelle. Ho, schönes Damage. Ja, ist okay, Damage. Haru macht echt eigentlich ganz gut Schaden, ne? Muss man mal sagen. Auf jeden Fall. Okay, der rechte dürfte besiegt sein, genau. Und der linke ist jetzt auch besiegt. Schöne Sache, schöne Sache. 10.000 Goldmünzen bekommen. Ist doch alles super. Okay, von da aus kommen wir irgendwie zurück. Ich will nicht gegen diese Hydra kämpfen. Hydras sind der Tod. Sirene, du bist gleich Geschichte.
Hörst du schon die Sirene des Krankenwagens? Ha! Oh, war der scheiße. Oh Mann. Oh Gott, ich hätte... Nein! Oh Gott. Vincent. Vincent! Lass mal Vincent bekämpfen. Nice. Geiler Name. Für einen Gegner. Echt. Also ich finde den irgendwie ganz cool. Gut, Selan greift auf jeden Fall Vincent an. Weil an der Aquahydra macht sie keinen Schaden. An dem Vincent auch nicht, okay. Mann, hat Vincent eine gute Verteidigung. Das ist so abgefuckt. Das ist so richtig abgefuckt. Oh Mann. Lass mal Vincent bekämpfen. Wow! Die war schnell. Au! Au! Selan ist tot. Schön! Hoia! Was ist denn mit euch? Scheiße! Nee, Doki... Nein. Doki greift Vincent an. Guy macht einen Angriff auf den Vincent. Und Arti macht bitte ein Wailer. Diese Animation von Wailer ist mir zu lange. Ich hab erwartet, dass Doki den Vincent one-hittet. Shit. Confusio, oh nein. Ich sag ja, Hydras sind echt gemein. Och, komm. Amorgewüter. Confusio, oh komm, hör doch auf mit Confusio. Wutanfall, oh ja. Mm. Schön. Sehr schön. Oh, geil. Ich liebe dich, Haru. Ich liebe dich. Haru ist ein Gott. Haru ist einfach ein Gott. Anders kann ich das nicht beschreiben. Nein, geht nicht. So, die erste Polarstrahl. Oh Gott. Erinnert mich irgendwie an eine Pokémon-Attacke. Hi! Das Damage ist gar nicht mal so schlecht. Na, 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 na. Du, komm, du Aquahydra. Du bist gleich Geschichte. Und weg. Tja. Jetzt. Sag ja. Nice. Okay, wir können schon durch hier. Dann snacken wir uns noch schnell den Grianos. Grianos. Ich glaube, ich nenne den Part Haru ist ein Gott. Oder so. Ja, Haru ist... Oh, er ist so gut. Haru, du bist... Ha. Ha. Ha ja. Slack mal wieder, Tobi. Ha ja. Ich habe gerade Tobi gesagt, nicht... Also nur, falls ihr euch wundert. Oder falls ihr nicht verstanden habt, was ich gesagt habe. So. Zack. Nein, ich wollte... Ich sollte ja R drücken, wenn ich hier lang gehen will. Zack. Zack. Okay. Und, nur zu Verständnis. Haru ist Tobi. Also, Tobi ist Haru. Rüber. Den besiegen wir jetzt mal nicht. Ist ein bisschen langweilig. Och Gottchen, Hydras. Hydras und Zyklopen. Oh Gott, warum ist der Zyklop so schnell? Zack, zack, zack. Und auf den Zyklopen zu! Selan ist mittlerweile schneller als Arti. Das finde ich ganz krass. Voll krass, Taid. Hey, Ladies! Klang die Stimme und so. Männlich. Weiblich. Ja, frag nicht. Das ist, frag nicht. So, der dürfte jetzt weg sein, ne? Richtig. Der... Dürfte gleich nach Dokis Angriff weg sein, oder? Oder nach Geis erst? Ja, dann erst nach Geis. Okay. So, gegen den Rest will ich jetzt ungern fighten. Ach komm, die Dinger hier sind einfach easy irgendwie, finde ich. Machen wir mal... Ach komm, machen wir alle normalen Angriff. Ja, alle normalen Angriff. Spule ich das mal wieder vor. Ist ja ein recht unnötiger Fight. Er ist nicht so spannend, weil wir ja wissen, dass wir gewinnen werden mit dem Wutanfall von Haru sowieso. Oh. Alter, das ist so geil, ey. Weiheschwert? Oh
Okay. Klingt interessant. Chaya. Chaya. Oh, geil. Nebeldegen. Wow, er macht einen Damage mehr bei mir. Oh. Schön. Wow. Ich bin, wow, begeistert. Kapsel, Futter. Nein, nicht für dich. Für den lieben Xavier. Nebelding. Nice. Bald haben wir Xavier auf dem Max-Level. Dann können wir ihm die Wunderfrucht, glaube ich, geben. Bis dann, danke. Und hier lang. Und wir können uns rüberziehen. Jetzt sind wir hier. Oh Mann. So, diesmal will ich die... Oh, verdammt, wir müssen sie bekämpfen, oder was ist das? Weg. Okay, nice. Wir müssen sie nicht bekämpfen. Das ist wundervoll. Das ist super. Okay, dann müssen wir den Weg hier noch einmal machen. Zack. 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 Und durch. Genau. Und dann noch eine Ebene höher. Zack. Und hier werden wir wahrscheinlich auch wieder eine Ebene weiter runterfallen. Was steht hier? Nur ein Schalter ist richtig. Die anderen sind... Die anderen sind was? Ich denke mal der irgendwie. Die anderen sind nichtig. Ich will hier durch. Okay. Ich würde mal sagen 3, 2, 4, 1, 5. 3, 2, 4, 1, 5. Nein, sind sie... Okay, Moment. Ja. Oder? Und ich muss erstmal wissen... Der macht den ganz großen, wie es aussieht, ja? Okay, warte, der macht den ganz kleinen, oder wie? Ne, der macht den ganz großen. Okay, das ist, also muss der ganz große auf jeden Fall hinten stehen. Oder hinten sein. Ja, dann ist es der. Da würde ich sagen... Der? Nein. Ja, der. Ja. Der. Ah, Moment. Zack. Schön. Ach, gegen die fighten wir mal. Gegen die Donnerbestie und den Zyklopen. Ich sollte reden lernen. Und besiegt. Und nicht? Jetzt aber. Jetzt aber, genau. Schön. Ich wollte schon sagen. Hei, hei, hei. Okay, Ach nein. Zyklop. Ist da hinten noch irgendwas? Nein, nichts. Okay. Ach genau, hier war das so. Die Kiste muss auf der Tür stehen, auf... Ja, genau. Zu der wir laufen wollen. Das ist eine falsche Kiste. Mini-Truhe. Die ist sweet. Und besiegt. Oh, hat die viel Goldmünzen und Erfahrung gegeben. Irgendwie erst so null, aber okay. Sweet. Das heißt, wir müssen zuerst... Hier lang. Zack. Mhm. Okay, Leute, es gibt ein paar Fights. Gegen Steppenfuchs. Okay, wir machen mal bitte Wailer auf alle. Und ja. Oh Gott, die sind schnell. Und greifen zweimal an. Oh Gott, oh Gott. Okay, so. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Wutanfall bitte, Haru, komm schon los. Mann, das war kein Wutanfall. Egal. Donner, okay. Dann sehen wir, wie viel Schaden die machen. Auf jeden Fall mehr als erwartet. Selan! Selan! Wow! Das war ziemlich close. Yo. Komm, jetzt brauchen wir aber gutes Zusammenspiel mit Haru. Oder auch nicht.
Aber Arti ist auch ein Level abgestiegen, das ist schön. Stark, zack, zack, zack und zack. Reicht. Komm hoch hier, genau. Ach komm. Das wird mir zu nervig. Selan! Ho! Aber der ist besiegt. Ja, wusste ich. Doch, gut. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Ich hoffe einfach mal, es heißt irgendwie sowas wie alle Gegner besiegen. Komm her. Okay, ein Sargnadel. Okay. Ja, ich spule das jetzt vor. Das sind mir sonst zu viele Kämpfe, Alter. Komm her. Double Fight, okay. Zack. Der ist besiegt. Und der ist gleich auch besiegt. Tartona. Besiegt. Und die hier wollen wir natürlich auch nochmal besiegen. Steppenfuchs. Warum greift ihr denn alle auf einmal Doki an? Was ist denn mit euch? Natürlich. Okay. Erstmal ein Minnestein. Okay. Dann Geisterring. Klingt interessant. Okay. Ein Geisterkleid. Ist auch nicht schlecht. Na doch. Zauber Selan. Helfer, Doki. Stärker. Alle. Und noch einmal. Stark. Auf Doki. So. Rüstung. Wir haben einen Geisterring bekommen. Der erhöht den magischen Angriff auf jeden Fall. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, Arti kriegt den. Nein, Selan kriegt den. Nein, Selans Verteidigungs. Arti kriegt den. Arti kriegt den. Dafür kann Guy gerne. Ne, Doki? Doki kriegt dafür den Stärkering. Muskelring. Nee. Dann haben wir einen Minnestein. Der ist nur für Selan gut. Alter, aber nein. Ja, nein. Nein, 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 nein. Was haben wir noch bekommen? Geisterkleid, genau. Können alle tragen. Aber Selan kriegt das. Okay. Kapsel, weiter. Und Fumi füttern. Seidenrobe. Was? Muskelring. Was? Minnestein. Nice. Oh, er braucht nur noch eine Sache. Eine einzige Sache braucht er noch. Ach komm, die bekämpfen wir noch alle. Die bekämpfen wir noch alle. Auf den Zyklopen. Auf den Zyklopen. Alter. Okay, wir sollten nicht den hinteren angreifen, weil eigentlich, ne, so sinnlos. Da ist eine Tür. Ich will zu der Tür. Okay, der ist besiegt. Nicht besiegt, okay. Jetzt aber gleich. Besiegt, genau. Wir machen nochmal so, so und Selan macht nochmal schnell einen Veiler auf uns alle. Damit wir gleich vollgeheilt sind, weil wir gleich sofort instant gegen die Zyklopen fighten werden, oder? Nee, doch nicht. Okay. Stimmt, er war noch paralysiert. Ja, stimmt. Okay. Warum greifen die denn immer alle Selan an? Was ist denn mit euch? Okay, und... Ja, danke. Durch die Tür hochgehen. Wo sind wir hier zur Hölle? Gegen euch will ich jetzt eigentlich nicht so fighten. Danke.